Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Videobeitrag im Qualifiziert Clubhaus. Ich bin Catalina. Das ist Shaky, mein persönlicher Prospekt. Shaky wurde von einer Leserin aus Filz gebastelt. Der hat hinten auf dem Rücken das Bullhead-Logo. Schicke Kapuze. Der hat Patches auf der Jacke, Lederriemen um den Hals und sogar Ohrringe aus Filz. Shaky ist immer dabei, wenn ich eine Lesung veranstalte oder auf einer Messe bin. Sein Job ist es, aufzupassen, dass ich keinen Unsinn baue. Da hat der Gute schon versagt. Bücher im Hintergrund geht nämlich gar nicht in einem Videobeitrag. Wenn es langweilig wird, dann fangen die Zuschauer nämlich an, die Buchrücken zu studieren, statt dem Beitrag zu folgen. Wenn ich also langweilig werden sollte, dann wisst ihr, was ihr tun könnt, um die Zeit zu überbrücken. Ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen Hintergrundinfo zu Silent geliefert. Heute kommt also dieser Videobeitrag mit einer kurzen Lesung aus dem ersten Teil. Und ich verspreche, sie wird kurz sein. Es ist Samstag, ne, Wochenende. Wir alle haben noch ein bisschen was anderes zu tun. Und morgen zum Abschluss gibt es ein kleines Gewinnspiel, nur für euch. Silent ist ein Zweiteiler geworden, haben glaube ich mittlerweile alle mitbekommen. Ne? Teil 1, der Jäger. Teil 2, die Beute. Und das war von mir auch so nicht geplant gewesen. Silent ist ein Dark Romance Thriller, also ein Crossover aus zwei Genres. Der Thriller-Anteil nimmt recht großzügig Platz ein in der Geschichte. Er liefert die Bühne für die Romanze zwischen Silent und Marie. Und Dark Romance, habe ich mitbekommen, ist in Deutschland jetzt noch nicht so ganz bekannt. Es gibt einige Leute, die wissen nicht, was sie sich darunter vorstellen sollen. Also Dark Romance bedeutet nicht einfach nur eine düstere Liebesgeschichte, irgendwas Viktorianisches oder Vampirmäßiges, auf keinen Fall. Obwohl die Liebesgeschichte durchaus düster ist, die in solchen Büchern stattfindet. Dark Romance bedeutet hauptsächlich, keine moralischen Maßstäbe an die Charaktere und an die Handlung zu legen. Es ist alles möglich in so einem Buch. Es werden Grenzen ausgetestet und auch überschritten. Für den Leser bedeutet das, er muss mit einem Open Mind an das Buch herangehen. Oder er schlägt es besser wieder zu. In der Regel wird im Vorwort oder im Klappentext auch darauf hingewiesen, worauf man sich einlässt. Silent habe ich innerhalb von 3,5-4 Monaten geschrieben. Mein Plan war eigentlich, ein Buch rauszubringen, das weniger als 500 Seiten hat. Mit dem Plan bin ich grandios gescheitert. Silent weiß auch, dass Pläne die Tendenz haben zu scheitern. Es sind 1000 Seiten geworden in der Taschenbuchausgabe, mehr oder weniger 1000 Seiten, also fast das Doppelte. Die Rohfassung hatte sogar über 1400 Seiten. Das hat mich auch ein bisschen schockiert. Und das in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit zu schreiben, das war schon ein paar Fortschritte. Also es hat mich emotional ziemlich mitgenommen, aber auch kreativ angestrengt. Und es hat mich sehr viel Schlaf gekostet. Es war aber für mich wichtig, das Buch rauszubringen. Ich musste unbedingt mal was anderes machen. Ich habe in letzter Zeit hauptsächlich Rocker-Romane geschrieben, rund um den Bullhead MC. Mittlerweile 7 Romane, 5 Serienbücher, die aufeinander aufbauen und 2 Weihnachtsspecials. Als ich damals Lucky Bastard rausgebracht habe, waren Rocker-Romane in Deutschland noch nicht so gang und gäbe. Mittlerweile wird der Markt damit fast schon geflutet. Und irgendwann wird es für den Autor auch ein bisschen langweilig und er landet auf einer Schiene, wenn er nicht aufpasst. Also ich will nicht den Rest meines Lebens nur Rocker-Romane schreiben und eines Tages feststellen, dass ich überhaupt nichts mehr anderes hinbekomme. Deswegen werde ich immer andere Sachen ausprobieren. Auch so Ausflüge ins Dark-Romance-Genre, ob es einigen Leuten passt oder nicht. Ich habe ja schon böse Nachrichten bekommen. Mir hat das Buch trotzdem mega Spaß gemacht, weil es sich verselbstständigt hat. Ich hatte einen schönen roten Faden. Da ist der Anfang, da das Ende. Aber dazwischen sind Sachen passiert, die ich nicht vorhergesehen habe. Und das Ende hat sich dann auch ein bisschen anders gestaltet als von mir geplant. Unter anderem war Bastard in der Form, wie er jetzt in dem Buch auftaucht, überhaupt nicht vorgesehen. Der sollte, wenn überhaupt, nur eine Seitenrolle spielen, so wie Boom, Dipper oder Frost von der Jagdgesellschaft.
Der hat sich aber selbstständig gemacht. Der ist einfach lebendig geworden, hat psychotische Züge bekommen. Und zum Schluss war er mir sogar sympathisch im Buch. Im realen Leben möchte ich ihm nicht begegnen. Er ist ein Psycho, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Es ist aber toll, wenn man ein Buch schreibt und feststellt, es entwickelt sein eigenes Leben. Ab dem Zeitpunkt weiß man auch, dass das Buch den richtigen Weg eingeschlagen hat und dass es gut werden wird. Wenn man um jedes Wort ringen und kämpfen muss, dann merkt man das, glaube ich, nachher auch beim Lesen. Nicht umsonst habe ich in der relativ kurzen Zeit halt so einen Umfang schreiben können. Wenn mein Kopf sich da gesperrt hätte, dann wäre das Buch nichts geworden. Es wird natürlich eine Fortsetzung zu den Bullheads geben. Ich muss aber noch über den Plot nachdenken und ich brauche jetzt auch erstmal eine kleine Pause, um den Kopf wieder durchzulüften. Jetzt aber erstmal, ne, wollte ich euch mal zeigen, was ihr morgen gewinnen könnt. Unter anderem, ich habe nämlich schöne Tassen machen lassen. Ich drehe die mal. So, unter anderem könnt ihr morgen eine Silent-Buchtasse gewinnen, 3 von einer, unter anderem wohlgemerkt, diese nicht, das ist meine persönliche Tasse. Ich habe noch ein paar andere Sachen für euch, ein Ferrari ist nicht dabei, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich lese jetzt aus Silent, der Jäger, aus dem ersten Teil, direkt aus dem Prolog, die ersten paar Seiten, nicht allzu viel, nicht allzu lang. Ich werde auch nicht großartig spoilern, also es wird wirklich nur der Einstieg ins Buch sein. Kleiner Hinweis vorweg, Autoren sind nicht die besten Vorleser der Welt. Sprecher verdienen nicht ohne Grund so viel Geld. Die haben eine Sprecherausbildung gemacht und meistens auch eine Schauspielausbildung. Und die können mit ihrer Stimme tatsächlich schauspielern. Ich kannte bisher nur einen Autor, der richtig gut lesen konnte, und das war Harry Rowold. Harry Rowold lebt nicht mehr. Es gibt mit Sicherheit noch viele andere Autoren, die es drauf haben. Ich zähle mich nicht dazu. Ich lese einfach nur. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. So, Silent der Jäger, Prolog. Ich kann das nicht. Frustriert pfefferte ich meine Jacke neben dem Garderobenständer zu Boden, wischte die Tränen aus den Augenwinkeln und ließ mich im Wohnzimmer auf das Sofa fallen. Er hat mich absichtlich durchfallen lassen, das schwöre ich. Meine Mutter steckte den Kopf zur Küchentür hinaus. Oh, Liebes, nicht schon wieder. Sie seufzte ihren speziellen Seufzer. Und ich sagte noch, zieh das kleine sexy Top an, das mit dem Spitzensaum am Ausschnitt. Dann wäre die Sache geritzt gewesen. Ich hätte mich nackt auf die Motorhaube binden können und alles, was es mir eingebracht hätte, wäre eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es gab nur 2 Fahrschulen in unserer Gegend. Die eine gehörte Bennys Vater, die andere Bennys Onkel. Nachdem ich die Führerscheinprüfung zum 3. Mal versiebt hatte, war ich von der Vaterfahrschule zur Onkelfahrschule gewechselt mit dem gleichen Ergebnis. Benny war mein Ex-Freund, auch wenn die Bezeichnung nicht ganz zutraf. Ich hatte noch kein passendes Wort für ihn gefunden. Üblicherweise nannte ich ihn den Typ, den ich hasse. Aber nur, wenn niemand zuhörte. Ich hatte meine Lektion gelernt. Über Benny sagte man nichts Schlechtes oder man rasselte 4-mal hintereinander durch die Fahrprüfung. Man wurde im Kramladen geflissentlich übersehen, selbst wenn sonst keine anderen Kunden da waren. Man entdeckte morgens seine Mülltonne mitten auf der Dorfstraße, den Unrat über 100 Meter in beide Richtungen verteilt. Man bekam per Post eine Bußgeldandrohung, weil man seinen Müll auf die Straße warf, und Besuch vom Ordnungsamt wegen illegaler Müllentsorgung. Von allem, was davor gewesen war, wollte ich gar nicht erst anfangen. Bei der Mutter wundert mich nichts mehr, hatte der Dorfmetzger gesagt, wohlwissend, dass ich ihn hören konnte. Bennys anderer Onkel war übrigens der Bürgermeister der Kreisstadt Westend. Ihm gehörte unser halbes Dorf Nordermoor. Er hatte die Gegend mit seinen industriellen Schweinemastanlagen verschandelt, überall Windräder aufgestellt und einen millionenschweren Großhandel für Landwirtschaftsmaschinen aufgezogen. Außerdem finanzierte er das jährliche Erntedankfest,
das traditionell in ein zweitägiges Besäufnis ausartete. Fast alle Männer meiner Familie arbeiteten auf die eine oder andere Weise für Bennys Familie. Sie würden niemals wagen, für meine Mutter Partei zu ergreifen. »Beim nächsten Mal klappt es ganz bestimmt«, sagte sie jetzt. »Aller guten Dinge sind fünf oder so ähnlich.« Stöhnend rieb ich mir übers Gesicht. »Ich schwöre, ich habe den Radfahrer gesehen, als ich abbiegen wollte. Ich habe gebremst, wie es sich gehört, und ihn brav vorbeigelassen.« Der Fahrlehrer hingegen hatte mich angeschrien. »Sind Sie eigentlich blind oder nur blöde? Wollten Sie den Mann etwa absichtlich umbringen?« »Ich stehe doch«, hatte ich mich verteidigt. »Ja, weil ich eine Notbremsung gemacht habe, Sie hirnverbrannte Kamikaze-Pilotin.« Seit die katastrophale Sache mit Benny und mir ihre Kreise gezogen hatte, siezte er mich und streute hier und da seine Beleidigungen ein. Ich war nicht mutig genug, um angemessen darauf zu reagieren. Es würde auf meine Mutter zurückfallen, Erziehung und so. Der Prüfer auf der Rückbank sagte, »Halten Sie bitte davon an«, während der ahnungslose Radler unbeirrt seinen Weg fortsetzte. Das war's. Mal wieder. Wenn ich in den nächsten Tagen zufällig ein Wildfremder daherkommt und eine neue Fahrschule eröffnet, hat sich das Thema für mich erledigt. Sie lassen mich niemals bestehen, einfach weil sie Spaß daran haben, mich zu demütigen. Gott, so viel vergeudetes Geld für nichts und wieder nichts. Meine Mutter und ich waren finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ich wollte mein Erspartes für das anstehende Studium zusammenhalten und konnte mir keine teuren Experimente mehr leisten. »Heiße Schokolade?«, fragte sie. Heiße Schokolade war ihr Allheilmittel für so ziemlich alles. Egal ob Krankheit, Steuernachzahlungsbescheid oder Jobabsage. In den meisten Fällen half es. Heiße Schokolade nach dem Rezept meiner Mutter mit einer Zimtnote, einer Prise Pfeffer, einem Schuss Baileys und einem Sahneklecks mit Kakaopulver beförderte einem nach dem ersten Schluck ins Regenbogenland, wo pinkfarbene Einhörner über Blumenwiesen hüpften. Kurz darauf bekam man einen akuten Zuckerschock, aber das war es wert. »Heiße Schokolade klingt himmlisch«, murmelte ich. »Er hat gesagt, ich wäre eine Gefahr für die Allgemeinheit.« »Wer? Unser Dorfpfarrer?«, fragte meine Mutter aus der Küche. »Nein, der Schutzheilige des Straßenverkehrs. Bennys Vater, wer sonst?« »Der Prüfer ist ein Skatkumpel, da gehe ich jede Wette ein. Ich habe nichts falsch gemacht.« »Das weiß ich doch, Marie, Schatz.« Sie setzte den Schokobecher vor mir ab und sah mich mit diesem mütterlich besorgten Blick an, der das Leben nicht gerade erleichterte. Aber der Duft der heißen Schokolade milderte meinen Zorn über die Ungerechtigkeit der Welt ein wenig ab. »Ein Auto ist sowieso viel zu teuer«, nuschelte ich, den Finger in die Sahne tunkend. »Versicherung, Steuern, Benzin. Ständig muss man einen neuen Duftbaum kaufen, weil man den künstlichen Apfelgeruch nicht mehr erträgt.« Bestimmt machte mein neuerliches Versagen bereits die Runde im Dorf. »Was will man von so einer auch erwarten?«, tuschelten sie sich ja längst. Jeder Stallgehilfe durfte Auto fahren. Sogar unsere hohlköpfige Dorfschönheit, deren primäres Lebensziel darin bestand, wie Kim Kardashian auszusehen, inklusive Hintern. Aber ich würde auf immer und ewig in Nordamor festsitzen, damit sie mich genüsslich fertig machen konnten. Ich war schließlich selbst schuld an meiner Misere. Der arme Benny. »Ich brauche keinen Führerschein«, sagte ich entschieden. »Fahrradfahren ist ja auch viel gesünder.« Meine Mutter ließ sich mir gegenüber in den Sessel sinken und wischte sich mit dem Daumen einen Sahneklecks von der Lippe. »Und wie willst du ohne Auto zur Uni und wieder zurückkommen?« »Fahrgemeinschaft«, schlug ich vor, »Hogwarts Express, eine Mäusekutsche.« Ich zog einen Flunsch. Unser Dorf besaß nicht einmal eine Ampel, von einem Bahnhof ganz zu schweigen. Man musste mit dem Bus eine Dreiviertelstunde bis zum Bahnhof der Kreisstadt Westend gondeln und von dort mit der Bimmelbahn zur nächstgrößeren Stadt juckeln. Erst ab dort stand einem die Welt offen. Und Fahrgemeinschaft? Nun ja, wir leben auf dem Dorf. Wer hier blieb, der wurde zu einem Teil des Dorfes, gleichgültig, verbittert und gehässig, und starb irgendwann an geistiger Mangelernährung. Meine Tante nannte es die Tradition aufrechterhalten. Wer nach der Schule von hier wegging, ließ sich höchstens noch zu 100 Jahrfeiern bei der Familie blicken.
Ich hingegen war entschlossen, jeden Freitagnachmittag die Heimreise nach Nordamor anzutreten, selbst wenn es mit dem Auto eine fast dreistündige Fahrt bedeutet hätte. Meine Mutter und ich gehörten zusammen, komme was wolle. Sie war der wichtigste Mensch für mich. Ich hatte nie recht verstanden, warum sie in ihr Heimatörtchen zurückgekehrt war, um ihre uneheliche Tochter großzuziehen. Die Familie schämte sich abgrundtief für sie, und über meinen Vater, den ich nie zu Gesicht bekommen hatte, gingen die wildesten Gerüchte um. Über meine Mutter natürlich sowieso und seit der Sache mit Benny auch über mich. So, das war der Einstieg in Silent der Jäger. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch morgen beim Gewinnspiel alle wieder lese. Und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß gehabt an der Aktion. Und dass ihr mir auch weiterhin gewogen bleibt und auch weiterhin meine Bücher lest. Egal, was ich herausbringe. Und ich verspreche, ich werde auch mal einen schönen, ruhigen, klassischen, liebevollen Liebesroman schreiben. Nach dem ganzen Düsteren ist mir jetzt auch mal nach was Lichtem und Heiterem. Habt noch einen schönen Tag und genießt die Sonne, die in Strömen scheint. Hier regnet es wirklich heftig. Ciao!